Moin und herzlich willkommen beim Makler und Vermittler Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin zusammen. Ab heute dürft ihr offiziell behaupten, dass ihr Jünke und Reicho im Interview gehört habt, denn ich sitze jetzt wieder in der Kanzlei in Hamburg bei eben Jünke und Reicho und jetzt sitze ich hier mit Jens Reicho. Letztes Mal war es ja noch der Björn Jünke und heute soll es ausnahmsweise mal nicht um Datenschutz und irgendwelche Internet-Fallstricke gehen, sondern wir werden Bezug nehmend auf die Folge 24, wo ich mit dem Andreas Grimm über die Vorbereitung eines Bestandskaufs, einer Bestandsübernahme gesprochen habe. Werden wir heute einmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich rechtlich zu beachten, wenn ich einen Bestand kaufen oder vielleicht auch verkaufen möchte. Und da ist der Jens, würde ich mal sagen, sehr gut aufgestellt, was sein Know-how angeht. Und ja, wir werden jetzt einfach mal uns die entsprechende Zeit nehmen. Und Jens, ich danke dir schon mal, dass du dir die Zeit dafür nimmst und jetzt einfach mal dein Fachwissen zu diesem Thema hier preisgibst. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass ich hier zu diesem Podcast mit dir gemeinsam mal so ein bisschen die rechtlichen Fallstricke von einzelnen Bestandskaufthemen aufarbeiten kann. Und in meiner anwaltlichen Praxis ist es halt tatsächlich so, dass man den einen oder anderen Bestandskaufvertrag auf den Tisch bekommt. Ich muss leider immer wieder sagen, dass ich eigentlich viel zu wenige davon zur Prüfung vorgelegt bekomme, denn das Thema Bestandskauf bewegt ja schon den Markt. Und ich muss leider immer wieder feststellen, dass viele Makler erst zu spät zum Anwalt kommen, wenn das Thema Bestandskauf anliegt und dann der Meinung sind, naja, man würde sich dann aus dem Internet irgendein Muster runterladen und das würde dann schon irgendwie passen. Und erst wenn es dann zum Streit kommt, dann geht man dann erst dann tatsächlich zum Anwalt. Und dann Sachen wieder zu retten, ist natürlich immer schwierig, sodass mein Anliegen bei solchen Themen ist, eigentlich immer die Makler darauf hinzuweisen, möglichst früh zum Anwalt zu gehen, sich da möglichst frühzeitig rechtliche Unterstützung zu besorgen, um dann halt mögliche Streitpunkte gleich im Vorwege ausräumen zu können. Ja, klingt eigentlich logisch. Aber es scheint in der Praxis ja wirklich anders zu laufen und spiegelt aber auch, wenn ich jetzt einfach mal so reflektiere, was man gerade so in den Maklerforen auf Facebook oder Xing oder sonst wo auch wahrnimmt, da hat man zumindest den Eindruck, dass diese Bestandskäufe und Verkäufe relativ zügig über die Bühne gehen. Ja. Und das schließt ja dann meistens schon aus, dass da juristische Begleitung stattgefunden hat, weil meistens dauert es gerade dann ja etwas länger. Ne? Genau so ist es eigentlich. Also schlussendlich ist die typische Situation, in der wir als Anwälte auch sind, ist diejenige, dass halt sich Käufer und Verkäufer schon gefunden haben und man sich eigentlich auch schon über die wesentlichen Punkte einig ist. Und dann braucht man nur noch mal kurz eben so einen Vertrag. Das ist eigentlich so die Grundeinstellung, mit der die Leute kommen. Und manchmal ist es leider dann meine Aufgabe, den Leuten auch zu erklären, wo Probleme sind, die sie vielleicht noch gar nicht erkannt haben. Und unsere Aufgabe verstehen wir dann aber auch häufig eher darin, dann solche Sachen zu moderieren, um dann sie zu einem zielführenden Ergebnis zu führen. Denn natürlich ist auch uns nicht gelegen, da jetzt den Deal als solchen kaputt zu reden. Wichtig ist es nur, dass die Parteien dann einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, und dass da ein paar Fallstricke lauern, das werden wir jetzt gleich noch sehen und hören. Ich nehme jetzt einfach mal Bezug. Du hast auf eurer Webseite schon einen schriftlichen Artikel dazu verfasst und unsere Aufgabe soll es natürlich jetzt sein, das Ganze einmal in die Realität eines Maklers zu holen, aus dem juristischen Kontext heraus. Und du hast eingeleitet mit dem Thema Bestand, also was kaufe ich eigentlich? Kaufe ich einen Bestand oder kaufe ich ein Unternehmen? Genau. Global wird ja immer gesagt, ich habe jetzt einen Bestand gekauft, aber man muss ja unterscheiden, kaufe ich einfach nur das Recht an der Courtage sozusagen oder kaufe ich eine Firma? Und dann hast du einfach mal ausgeführt, was aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile sind. Mhm. Kannst du vielleicht einmal anfangen, zum einen aus deiner Sicht vielleicht nochmal beschreiben, wo ist eigentlich grundsätzlich der Unterschied, wo muss man da ansetzen? Mhm. Und dann vielleicht einmal, dass wir die Vorteile beider Varianten einmal kurz nochmal erläutern. Ja, also du hast recht, die meisten Leute reden immer vom Thema Bestandskauf. Die meisten, sowohl Käufer als auch Verkäufer, scheuen andere Konstellationen wie der Teufel das Weihwasser. Meiner Meinung nach
teilweise zu Recht, teilweise aber auch zu Unrecht. Und ich würde weder den einen noch den anderen Weg generell verteufeln. Man sollte einfach nur wissen, worauf man sich einlässt. Mhm. Und ich würde die beiden Konstellationen, die du gerade schon genannt hast, nämlich den reinen Bestandskauf und den Unternehmenskauf, nochmal um den Gesellschaftskauf erweitern. Also eigentlich spricht man immer über drei Themen oder drei Konstellationen. Der Vorteil des Bestandskaufes, so wie wir ihn immer besprechen, ist derjenige, dass man eine einzelne Sache, nämlich, wie du es schon gerade richtig sagtest, den Kundenbestand mit den dazugehörigen Quotagen kauft. Das ist, der Jurist sagt, das ist ein Asset Deal, also man kauft einen bestimmten Gegenstand. Und das ist quasi so, als würde ich jetzt einen Tisch kaufen oder ein Möbelstück oder ein Buch oder irgendetwas, sondern es geht immer nur darum, um diese konkrete Sache und mit allen damit verbundenen Dingen. Hat natürlich dann den Vorteil, dass man darum herum einfach nichts anderes mehr übernimmt, also insbesondere das Thema Übernahme von Haftungsleichen des Verkäufers oder Steuerverbindlichkeiten oder was immer da rumschwirrt, bleibt alles, wenn man es richtig macht, erstmal beim Verkäufer. Und der Käufer kriegt halt nur wirklich den Kundenbestand. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass zu diesem Kundenbestand halt sehr, sehr viele einzelne Rechte gehören und man sich dann Gedanken darüber machen muss, wie man diese Rechte dann einzeln überträgt. Und das macht die Sache manchmal komplex. Mhm. Wenn man das Ganze mal in der Gesamtschau etwas anders abwägt und sagt, wie löst man das Thema Unternehmenskauf, dann hat man es, was die Übertragung dieser Rechte angeht, sehr, sehr oftmals einfacher, weil es einfach darum geht, dann das gesamte Unternehmen als solche zu übertragen, was sehr greifbar ist, weil erstmal alles übertragen wird, was zu diesem Unternehmen gehört. So, dazu zählen dann natürlich auch Haftungsverbindlichkeiten und alles, was sonst so in dieser Thematik schlummert. Ja. Auf der anderen Seite hat man dann oftmals, also gerade auf Verkäuferseite, aber steuerliche Vorteile, weil es bestimmte Steuerfreibestände oder Freibeträge gibt, die man da nutzen kann. Also aus Verkäufersicht ist es eigentlich durchaus empfehlenswert, wenn man das gesamte Unternehmen und nicht nur den Bestand verkauft. So, und als dritte Konstellation natürlich der Verkauf einer Maklergesellschaft, der dann ja quasi abstrakt das Gesellschaftskonstrukt veräußert, was dann halt keine Übertragung von Einzelrechten mehr erfordert, was rechtlich betrachtet die ganze Sache sehr, sehr einfach macht. Mhm. Und dann quasi die Übertragung sämtliches Zubehör zu diesem Maklerunternehmen halt über diese Gesellschaftsform löst. Ja, okay. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Verkäufer und Haftung. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, bei einer reinen Bestandsveräußerung bleibt die Haftung beim Verkäufer. Wie lange denn und in welchem Umfang? Weil das ist ja jetzt, für den Käufer ist ja schön, aber der Verkäufer, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt nicht der 40-Jährige, der sagt, ich mache was anderes, ich will das loswerden, sondern ich bin jetzt, ich würde mal sagen, der durchschnittliche Makler hört vielleicht mit 70, 72 auf, weil er noch nicht so richtig sich lösen kann. So, und irgendwann sagt er aber jetzt, ach komm, jetzt ist mal Schluss. Mhm. So, und dann sitze ich mit 78 irgendwann in meinem Strandkorb zu Hause und der Rechtsanwalt eines Kunden ruft mich an und sagt, Mensch, Folgendes. Also die Altverbindlichkeiten loszuwerden ist also in der Praxis kaum möglich, um es mal relativ einfach zu sagen. Warum? Also der Altmakler hat das ja auch verbockt, um das es geht. Und deswegen ist die Rechtslage so, dass die Haftung auch in aller Regel bei ihm bleibt. Jetzt könnte man natürlich diese Haftung auf den Käufer übertragen. Dafür muss natürlich der Käufer mal mitspielen. Ja. Und auf der anderen Seite muss auch der Kunde mitspielen. Also der muss dem Ganzen zustimmen, weil aus der Sicht des Kunden ist es halt ein Wechsel seines Schuldners bezüglich dieser Haftungsansprüche und da muss er mitwirken. Es gibt Anwälte, die das halt versuchen dadurch zu unterstützen, dass man so Rechtsnachfolgeklauseln in Maklerverträge reinbaut. Ja. Das kann man machen, nur gerade auf Käuferseite muss man sich dann natürlich bewusst sein, wenn man diesen Maklervertrag im Rahmen einer solchen Klausel übernimmt, ja, dass dann halt dieses Kundenverhältnis in Gänze auf einen übergeht. Und viele haben bei dieser Bestandsnachfolgeklausel eigentlich immer nur im Kopf, dass es halt einfach die weitere Kundenbetreuung sichert. Wir sollten aber auch bedenken, dass damit dann die Haftungsverbindlichkeiten übergehen und dass das halt durchaus ein zweischneidiges Schwert sein kann. Ja, gibt es da können wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen abschweifen von unserem Faden, gibt es da aus der Praxis schon irgendwelche Erfahrungswerte, dass ihr, ich sag mal, diesen Fall schon mal hattet, dass wirklich jemand, ein Makler im Ruhestand sozusagen zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich habe jetzt hier einen Haftungsanspruch gegen mich und wusste ich gar nicht oder habe ich nicht mit gerechnet oder...
Nee, das hat man ehrlich gesagt wenig. Also oftmals ist es dann tatsächlich so, dass anlässlich dieses Bestandskaufes sich die Leute wirklich mal intensiv mit dem Bestand beschäftigen. Das macht in aller Regel dann natürlich hauptsächlich der Käufer, der will ja mit dem Bestand dann auch arbeiten. Ja. Und der dann auch wirklich dann bestrebt sind oder ist, dann möglichst Kontakt zu den Kunden aufzunehmen und Versicherungslücken zu schließen. Von daher muss ich ehrlich gesagt sagen, so diese Althaftungsfälle habe ich kaum. Ja, okay. Und wenn jetzt aus diesem Bestand, der da ist, also bestehende Verträge, wenn daraus Folgegeschäft in Form von Dynamiken oder auch sonstigen Ergänzungen im Sach vielleicht, wenn ich einfach zu dem Vertrag was ergänze und das über den Käufer gelaufen ist, dann ist natürlich klar, dass der Altmakler in dem Fall dann außen vor ist, ne? Genau so ist es typischerweise. Ne? Das ist einfach dann das, was sich der Käufer dann von diesem Bestandskauf erhofft, dass er nämlich Cross-Selling betreibt und die Klauseln so einem Bestandskaufvertrag sehen für gewöhnlich vor, dass dann halt dieses neue Geschäft und der daraus resultierende Umsatz beim Käufer landet. Grundlage von Kaufpreiszahlungen ist dann wahrscheinlich gleich das nächste Thema, aber das ist dann halt wirklich meistens auf der Grundlage des bisherigen Geschäftes. Ja, okay. Mir fällt noch eine Sache dazu ein, denn nehmen wir jetzt mal das Beispiel Wohngebäudeversicherung. Da glaube ich, hört man das relativ häufig, wenn man jetzt nicht über einen globalen Bestandskauf eines Unternehmens spricht, sondern einfach nur, mir ist ein Kunde über den Weg gelaufen und der hat bestehende Verträge, beispielsweise eine Wohngebäudeversicherung. Mhm. Da ist ja, ich sag mal, so die pauschale Meinung, naja, bevor ich den Vertrag in meinen Bestand übertrage, per ganz normaler Bestandsübertragung mit Maklervollmacht, gucke ich mir den lieber nochmal genau an oder platziere lieber einen neuen, weil ich die Haftungsrisiken einer möglichen Fehleinschätzung des Risikos nicht übernehmen möchte. Ja, dieses Thema taucht auch auf beim Bestandskauf, denn in dem Moment, also selbst wenn ich den alten Maklervertrag des Verkäufers nicht fortführe und damit eigentlich dann auch dessen Haftungsverbindlichkeiten nicht übernehme, sondern es als Käufer richtig mache und dann einen neuen Maklervertrag mit dem Kunden eingehe, dann ist der ab dem Zeitpunkt, wo dieser neue Maklervertrag mit dem Käufer besteht, durchaus auch eine Beratungsverpflichtung da und eine Betreuungsverpflichtung da. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, wie man den Maklervertrag gestaltet, aber grundsätzlich ist dann der Makler oder der Käufer, der den Bestand gekauft hat, in der Betreuungsverpflichtung. Und dazu zählt dann natürlich auch, dass man sich das Risiko und mal ansehen muss und bewerten muss, ob denn nun dieses Risiko richtig versichert ist. Und die Käufer sind natürlich gut beraten, dann in einem möglichst überschaubaren Zeitraum sich diesen Bestand anzusehen und zu gucken, ob es Versicherungslücken gibt. Ja, okay. Ansonsten gibt es einfach eine neue Haftung, dann einfach aus dem originären Maklermandat heraus selbst. Ja, okay. Das heißt ja, für den Verkäufer, also für potenzielle Verkäufer von Beständen, kann man jetzt auch so ein bisschen den Druck wahrscheinlich rausnehmen, dass der Käufer logischerweise ja eine Pflicht hat, auch den Bestand auf Korrektheit in Sachen Abdeckung der Risiken zu überprüfen. Ja. Tut er das nicht, hat man zumindest ja irgendwie... Ja, das ist eine Frage dann auch der Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer. Ne? Also wem schiebt man das Risiko, dass es Lücken im Versicherungsschutz gibt, zu? Ja, der Käufer hat natürlich ein Interesse daran, dass das Ganze beim Verkäufer bleibt. Und man kann das natürlich diesem Risiko dann auch entsprechend Rechnung tragen, dass man halt solche Garantieregelungen mit in den Kaufvertrag reinnimmt, wo der Verkäufer zum Beispiel zusichert, dass halt bestehende Versicherungslücken geschlossen worden sind. Das ist natürlich dann die Frage, wie man diese Klausel genau ausgestaltet und wie eng und hart man die dann fest. Aber das ist ein typisches Thema, was man halt bei einem Bestandskauf mit bedenken müsste. Okay, ja gut, weil das spielt ja auch immer noch gerade jetzt bei Gebäude mit rein. Ich muss mich auch darauf verlassen, dass der Kunde wahrheitsgemäße Angaben macht. Ja, davor, dass der Kunde flunkert, ist man quasi nie gewahrt. Genau, richtig. Ja, deswegen wäre es ja aus Verkäufersicht auch nicht klug, jetzt zu sagen, ja, ich garantiere, dass ich alles richtig eingedeckt habe, weil das kann ich ja gar nicht. Richtig. Also zumindest das ist nicht für einen Bestand von 1000 Verträgen. Genau, das ist halt die Frage, wie man diese Garantieklausel dann fasst. Genau, ne? Ja, richtig. Okay, Vor- und Nachteile oder Vorteile bei einem Kauf eines Unternehmens, da bist du insbesondere in deinem Text nochmal auf steuerliche Aspekte eingegangen, wobei du jetzt ja sicherlich keine Steuerberatung hier machen kannst und möchtest. Genau. Aber du hattest da hingewiesen, dass es dort, dass da einfach ein paar
ein gewisser Spielraum sich vielleicht auftut. Ne? Genau, also es gibt halt die schöne Regelung des Paragraphen 16 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes, der gewisse Steuerfreibeträge vorsieht für Verkäufer, insbesondere halt nach einer Veräußerung ab dem 55. Lebensjahr. Mhm. Und diese Freibeträge können durchaus erheblich sein. Und wenn man jetzt sein Unternehmen verkauft, dann kann man diese Freibeträge sehr gut nutzen. Und wenn man halt jetzt nur einen Gegenstand seines Unternehmens verkauft, wie es eigentlich beim Bestandskauf ist, dann stellt sich die Frage, ob man das trotzdem nutzen kann. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall mit seinem Steuerberater mal drüber sprechen, wenn man halt nur den Bestand verkaufen will, dass man trotzdem möglichst in diesen Genuss dieser Steuerfreibeträge kommt, wenn man das 55. Lebensjahr schon überschritten hat. Das kann man durchaus auch bei einem reinen Bestandskauf machen. Es empfiehlt sich dann natürlich nur dann möglichst, das so zu formulieren, dass man ja den Kauf nicht nur auf diesen Bestand reduziert, sondern dazugehörige Sachen dann auch mit veräußert, sodass man möglichst nah an einen solchen Unternehmenskauf rankommt. Ja, okay, verstanden. Dann bist du noch auf das Thema eingegangen, Weiterführung des bisherigen Firmennamens. Mhm. Da hast du jetzt in deinem Text geschrieben, ich gehe davon aus, du hast ihn geschrieben. Mhm. Also zumindest hast du ihn diktiert. Ich habe ihn wirklich selbst getippt. Und da hast du wirklich wortwörtlich, glaube ich, geschrieben, es sollte vermieden werden, den alten Namen vorzuführen. Ja. Aus Marketing-Sicht würde ich jetzt sagen, macht es ja eigentlich eher gerade jetzt in ländlicheren Regionen eher Sinn, das weiterzuführen, weil es sich dann einfach für den Kunden erstmal nicht viel ändert. Genau. Aber rechtlich sieht es offensichtlich anders aus. Ja, du sagst es schon gerade genau richtig, es ändert sich für den Kunden nichts. Dieser Eindruck, der entsteht, dem trägt das Gesetz auch Rechnung. Denn es gibt halt im Handelsgesetzbuch so Regelungen zum Thema Firmenfortführungen. Und diese besagen im Wesentlichen, wenn jemand das Unternehmen eines anderen fortführt unter derselben Bezeichnung, dann wird ja gegenüber dem Kunden der Eindruck der Kontinuität erweckt. Mhm. Und diesen Bonus, den du schon gerade richtig beschrieben hast, dass sich ja für den Kunden nichts ändert, der gilt halt nicht nur im Guten, sondern halt auch im Negativen. Heißt, wenn es Haftungsverbindlichkeiten aus der Vergangenheit gibt, dann wird halt durch diese Firmenfortführung bewirkt, dass diese Haftungsverbindlichkeiten, unabhängig davon, ob ich das jetzt mit dem einzelnen Kunden vereinbart habe oder nicht, einfach aufgrund der Fortführung der Firmenbezeichnung auf den Käufer übergeht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Problem, weil das jetzt nicht nur für Haftungsverantwortlichkeiten gilt, ja, also für Beratungsfehler zum Beispiel, sondern auch für alle sonstigen Schulden, ne? Also für Mietschulden, Kfz-Leasing-Schulden, also alles, was es an Schulden quasi so gibt, würde auf den Käufer übergehen. Und deswegen sollte aus dieser Perspektive heraus der Käufer natürlich möglichst vermeiden, die Firma fortzuführen. Ja? Okay, und wie weit muss man da gehen? Also reicht es, wenn man dann vielleicht den Firmennamen theoretisch stehen lässt und dann einfach nur einen Zusatz macht? Oder ja, da streiten sich die Juristen bis zur Unendlichkeit drüber. Ja, okay. Das ist halt wirklich ein Problem, weil jetzt natürlich der Verkäufer und der Käufer irgendwo natürlich gucken wollen, dass da eine Kontinuität drin ist. Ne? So. Ja. Und je mehr man das Rad dahin dreht, sagt, naja, das sieht ja so aus wie vorher, je weiter dreht man damit auch das Rad zugunsten der Haftung. Mhm. Deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema und wirklich eine ganz, ganz große Einzelfallthematik. Wenn man es wirklich ausschließen will, also man sagt, man will halt diese Firma fortführen irgendwie, vielleicht dann auch mit einem Zusatz, will aber diese Haftung vermeiden, dann ist eher zu empfehlen, dass man genau diese Haftungsvermeidung oder die Nichtübernahme der Haftung ins Handelsregister einträgt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wo man das ausschließt. Das machen leider nur relativ wenig. Okay, interessant, was man alles so beachten muss. Dann lass uns doch jetzt mal auf das Thema kommen, Kaufpreisfindung. Ich hatte, wie gesagt, ja mit dem Andreas Grimm schon relativ ausführlich darüber gesprochen, wo er auch deutlich geworden ist, dass das, was man zumindest öffentlich so wahrnimmt, ja, Faktor 1,5 bis 2 von der laufenden Bestandskotage, dass das wohl in der Regel nicht dem entspricht, was so ein Bestand wirklich wert ist, wenn er professionell geführt wurde. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Mhm. Aber jetzt, das ist ja das eine, also das ist ja eher eine emotionale Sache zwischen Käufer und Verkäufer, aber rechtlich ist natürlich auch nochmal zu unterscheiden, wie wird das überhaupt gestaltet. Mache ich eine Einmalzahlung, mache ich ein quartierliches Thema? Ja. Da
Kannst du ja mal sagen, wie da deine Einschätzung ist? Also viele versuchen, die Kaufpreiszahlung ratierlich auszugestalten. Das ist sehr, sehr beliebt, weil es natürlich vor allen Dingen für den Käufer auch einen gewissen Vorteil hat bezüglich des Cashflows. Ja. Weil er einfach dann natürlich die laufenden Einnahmen kriegt durch die Kurtagezahlungen und dann auch dementsprechend den Kaufpreis ratierlich zahlen kann. Das ist aus Käufersicht sehr, sehr vorteilhaft. Auf der anderen Seite muss man das aber auch aus Verkäufersicht betrachten und da kann so eine ratierliche Zahlweise durchaus problematisch werden vor steuerlichen Hintergründen wieder, weil sich dann manchmal die Frage stellt, ob man nicht trotz dieser Gestaltung als Verkäufer den gesamten Kaufpreis, ob man nicht denn diese Ratenzahlung hochrechnen muss und dann einen fiktiven Kaufpreis hat, den man sofort versteuern muss, obwohl einem das Geld noch gar nicht zugeflossen ist. Und da sollte man, wenn man so etwas vertraglich regelt, als Verkäufer wieder unbedingt sich steuerlich mal beraten lassen, um genau diese Thematik halt zu vermeiden. Ja, okay. Und dann ist ja auch noch ein Thema, dass man auch unterscheiden muss, gerade wenn es jetzt nicht darum geht, nur von einem Einzelmakler den Bestand zu kaufen, sondern eben vielleicht eine Makler GmbH oder ein anderes Konstrukt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wert des Kotagefusses an sich und dem Wert des Unternehmens. Genau. Wie ist das juristisch einzuschätzen? Ja, juristisch gibt es einen himmelweiten Unterschied. Ne? Also als Kaufpreis kann man natürlich frei vereinbaren, was immer man möchte. Ja, das ist genauso, wie man jetzt für ein Buch das vereinbaren kann als Kaufpreis, was man möchte. So, da gibt es ja keine Bindungswirkung. Viele gibt es in der Praxis, die natürlich dann sagen, wir messen das an einem Vielzahl der Bestandskotagen. Und das, was du gerade als Faktor gesagt hast, ist irgendwo 1 bis 1,5, maximal 2, ist das, was durchaus immer noch gängig ist. Mhm. Gleichwohl sollte man natürlich, und da unterstütze ich Herrn Grimm auf jeden Fall, sich mal über den Wert seines Unternehmens Gedanken zu machen, denn das hat mit der Kaufpreisfindung erstmal relativ wenig zu tun, sondern da geht es erstmal nur warum, wonach misst sich der Wert. Und da ist es dann tatsächlich mal wichtig, sich zu gucken anhand verschiedener Methoden, also in der Tagswertverfahren, Substanzwertmethode, wie ist das Unternehmen, wie beträgt sich eigentlich oder wie ergibt sich der Unternehmenswert tatsächlich. Und aufbauend auf diesen Erörterungen und Bewertungen kann man dann natürlich schon viel besser mal zum Thema Kaufpreisrechtfertigung etwas sagen als Verkäufer, als wenn man das halt wirklich nur anhand der Kotageflüsse irgendwie muss. Okay, aber gibt es da denn jetzt, also auch da sehe ich jetzt eher noch eine Sache, wo man sich einfach zwischen Käufer und Verkäufer einig werden muss. Der Verkäufer sagt halt, hier, das ist mein Bestand, der hat den Wert, aber ich liefere dir ja das und das und das und das noch mit. Genau. Die Marke oder was auch immer. Ne, da. Also um das auch aufzugreifen, was du gerade gesagt hast mit dem Thema, was ist eigentlich das Unternehmen wert und wie sieht es aus, das kann man nach meinem Dafürhalten nicht nur anhand der reinen Kotagezahlungen haben, sondern da muss man wirklich das Unternehmen mal im Ganzen auch sehen. Da muss man sich die Frage stellen, wie sieht eigentlich eine Cross-Selling-Quote aus? Ja, der typische Bestand, der ja verkauft wird, sieht ja manchmal wirklich so aus, dass es eine sehr, sehr geringe Cross-Selling-Quote gibt, was natürlich Potenzial für den Käufer bildet. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine niedrige Kundenbindung beinhaltet. Und hinzu kommt, dass viele Bestände auch, manchmal muss man fairerweise sagen, einfach auch schlecht geführt sind. Ne? Ja. Also da gibt es halt einfach so ein paar Premium-Kunden, die werden sehr, sehr häufig und gut betreut. Aber dann gibt es halt natürlich auch immer wieder Kunden, die haben halt ein oder zwei Verträge, da war der Makler schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Und solche Sachen schmälert dann natürlich auch den Kaufpreis. Und von daher kann man nur dringend auf Verkäuferseite raten, sich möglichst frühzeitig mit dem Thema Bestandskauf zu beschäftigen, sich darüber Gedanken zu machen, wie steht mein Unternehmen als Ganzes da. Und solche Lücken in der Betreuung oder in der EDV oder in dem rechtlichen Background zu schließen, um dann dadurch den einzelnen Unternehmenswert zu steigern, auch wenn ich nicht die Kotage zu Einnahmen steigere und dadurch halt am Ende des Tages einen höheren Kaufpreis zu rechtfertigen, definitiv. Ja, du hast ein interessantes Thema angesprochen, diese Kunden, die hat ja wahrscheinlich jeder im Bestand, wo man einfach 2, 3 Jahre mal nicht mehr gewesen ist. Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt 2 Makler sich irgendwo treffen sich auf einem Kongress, auf einer DKM oder sonst wo und werden sich einig, ja okay, wir machen das. Wir kommen aus einer ähnlichen Region, 50 bis 100 Kilometer Unterschied, würde ja passen, lass uns mal in die Gespräche gehen. So. Und dann ist es ja meistens ja auch so, dass gerade wenn das dann auf einer vermeintlich freundschaftlichen Ebene stattfindet, dass
vielleicht der Käufer auch, naja, vielleicht ist es ein bisschen ja, versäumt, richtig ins Detail zu gehen. Mhm. Um jetzt solche Fälle aufzudecken, ne, dass ich nicht nur mal, okay, jeder 50. Kunde ist vielleicht mal länger nicht betreut worden, sondern dass ich vielleicht aufdecke, oh, hier sind ja aber bei 30-40% der Kunden, bist du ja schon 2-3-4 Jahre nicht gewesen. Das heißt, wenn ich die jetzt kontaktiere, dass ich der Neue bin, ist ja die Chance, dass die sagen, ja, ist ja schön, aber tschüss, relativ hoch. Und also was würde die Frage, die ich stellen wollte, ist, was würdest du empfehlen, wie viel Zeit sollte man sich nehmen und wie viele Stichproben, also sollte ich wirklich ziehen, um zu gucken, also das wo Stich, ist mein Risiko? Ja, das Stichwort ist natürlich eine Due Diligence-Prüfung, die man durchführen muss. Das macht kaum ein Makler, weil viele, gerade bei, also je kleiner der Bestand ist, je schlechter wird er manchmal auch geführt, muss man fairerweise sagen. Ja. Je geringer ist der Kaufpreis und je weniger Aufwand wollen die meisten Leute investieren. Ja. So. Und deswegen werden natürlich auch seine Due Diligence-Prüfungen möglichst klein gehalten. Und das, da kauft man, das muss man dann fairerweise oftmals sagen, die Katze im Sack. Und dann mit den verbundenen rechtlichen Gefahren sollte man sich das gut überlegen oder halt bei der Kaufpreisfindung dann nochmals doppelt einpreisen. Ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, gerade wenn es um größere Bestände geht, eine solche Due Diligence-Prüfung möglichst umfassend vorzunehmen. Ja? Heißt, sich das Datenmaterial ansehen, sich vor Ort angucken, wie ist der Makler aufgestellt, gibt es vielleicht auch spezielle Kundenrisiken, ne? Also wie verteilt sich der Bestand, gibt es Einzelkunden, die einen Großteil des Umsatzes bewerkstelligen und deren Verlust dann natürlich besonders schlimm wäre. Ja? Das sind einfach alles Themen, die man im Rahmen einer solchen Due Diligence-Prüfung machen sollte. Ja, okay. Interessant, weil auch da habe ich den Eindruck, dass es manchmal relativ zügig geht. Und aber gut, bei kleinen Beständen, wenn das vielleicht nur 200, 300, 400 Kunden sind, dann ja, ist man vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich nur den 1,5-fachen Betrag des der Bestands so bezahle. Ja, die Leute vertrauen sich. Also das, was du gerade gesagt hattest, mit man trifft sich mal bei der DKM oder oftmals kennt man sich auch schon über Jahre. Das, was du sagst, dass Käufer und Verkäufer sich schon aufgrund der räumlichen Nähe kennen, ist besonders häufig so. Ja. Weil es ja auch ein Vertrauensthema ist. Ja? Ja. Wenn ich als Verkäufer jetzt mein Lebenswerk sozusagen dann veräußern will, dann möchte ich das natürlich an jemanden, dann möchte ich es natürlich möglichst behutsam machen und dann meistens auch an jemanden, den ich schon kenne. Ja. Und dieses Thema bewirkt dann natürlich, dass über viele Sachen dann einfach auch nicht gesprochen wird. Und was dann am Ende dann natürlich auch zu rechtlichen Problemen führen kann. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher leider so, weil dann gibt es vielleicht seitens des Käufers, naja, vielleicht ein paar Erkenntnisse, die man lieber vorher gehabt hätte. Aber okay, das passt aber zu meinem nächsten Thema, denn es ist ja so, und das hatten wir vorhin relativ am Anfang schon mal angedeutet, dass ich ja, und das hast du auch so zitiert, mit allen Rechten und Pflichten in diesen Bestand sozusagen eintrete, was allerdings ja nur jetzt, ich sage jetzt einfach nur das Schlagwort Stornoreserve zum Beispiel, aber da gibt es ja noch mehr, an Risiken mit sich bringt. Ja, hol uns mal in dieses Thema rein, worauf ist da zu achten? Also die Klausel, der Bestand wird mit allen Rechten und Pflichten übertragen, ist ja eine Standardformulierung, die man in ganz vielen Bereichen so findet und die auch an der oftmals kein Weg vorbeiführt. Hintergrund ist, was viele nicht bedenken, dass ein solcher Bestandskauf eine Abtretung von Kotageansprüchen ist gegenüber dem Versicherer. Und gemäß den meisten Kotagezusagen ist Voraussetzung, damit eine solche Abtretung wirksam ist, die Zustimmung des Versicherers. Und der Versicherer ist eigentlich in vielen Bereichen in einer sehr komfortablen Situation im Stornofall, weil er ja im Stornofall immer mit den laufenden Kotageeinnahmen aufrechnen kann. Ja. Und aus Sicht des Versicherers gilt es deswegen natürlich unbedingt zu vermeiden, dass derjenige, der für die Rückführung von Stornierungsbeträgen verantwortlich ist, jemand anderes ist als derjenige, der die laufenden Kotageeinnahmen bekommt. Ja. Sondern man will das immer zusammen haben. Ja. Und deswegen machen Versicherer die Übertragung von Beständen immer davon abhängig, dass der Käufer für den Bestand, den er da übernimmt, nicht nur die Kotageansprüche übernimmt, sondern auch die Haftungsverbindlichkeiten. Ja. Und das sagt diese Klausel, man übernimmt den Bestand mit allen Rechten und Pflichten halt aus.
Und Käufer sollten sich dessen bewusst sein, weil oftmals wollen sie diese Haftungsverbindlichkeiten ja gerade nicht übernehmen. Und sie sind aber regelmäßig aufgrund des Drucks der Versicherer dazu verpflichtet, sodass sie, wenn sie dieses Thema vermeiden wollen, das im Innenverhältnis mit dem Verkäufer regeln müssen und dort dann entsprechende Klauseln mit in den Bestandskaufvertrag aufnehmen, wonach dann halt im Innenverhältnis ein entsprechender Regress vorzunehmen ist oder halt eine Stornoreserve zu verrechnen ist. Ja, passt ja dann hoffentlich eigentlich stelle ich mir das simpel vor, weil es wird ja eine Stornoreserve gebildet in der Regel. Die kann ja wahrscheinlich einfach mit übertragen werden. Genau, die wird mit übertragen. Das Problem ist natürlich immer dann, was passiert, wenn die mal nicht erschöpft mehr ist. Ne? Ne? Ja, das stimmt. Oder wenn vielleicht alternative Sicherheiten gestellt wurden. Oder Bürgschaften. Ja, ne? Das Thema Bürgschaften ist gerade dann, wenn man jetzt eine Maklergesellschaft überträgt, immer natürlich ein Thema, weil es halt immer sehr, sehr problematisch ist, ob diese Altbürgschaften dann mit der Übertragung der Gesellschaft auch beendet sind. Und da sträuben sich viele Gesellschaften natürlich vor. Und deswegen sollte man dann auch, wenn man eine Maklergesellschaft kauft, dann dieses Thema Bürgschaften mit erörtern. Ja, okay. Interessant. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn auch da haben wir eben schon mal andeutungsweise drüber gesprochen, aber es gibt ja jetzt noch das Datenschutzthema. Mhm. Ja? Also weil wir haben ja eben auch gesagt, Kunden, die 2, 3, 4 Jahre nicht betreut worden sind, das ist ja insbesondere jetzt, wo die Live-Schaltung der DSGVO, sage ich jetzt mal, erst ein Jahr her ist, ist es ja besonders interessant, was ist mit alten Kunden oder alten Maklerverträgen, die davor entstanden sind. Ja. Und dann dieses Thema, jetzt bei einem Bestand von 300 Kunden stelle ich es mir nicht so problematisch vor, aber wenn wir jetzt über eine Makler-GmbH, wo, weiß ich, 1.000, 2.000 Kunden drin stecken, die jetzt einfach mal so zu übertragen und dann einfach pauschal anzuschreiben, vielleicht mit einem neuen Firmennamen sogar, das ist... Also die Furcht kann ich dir nehmen. Wenn man eine GmbH hat oder eine GmbH und Co. KG, also eine Gesellschaftsform als Makler hat, die halt inhaberunabhängig ist, sondern bei der die Gesellschaft einfach Kundenverbindung hat, dann ist das Thema Datenschutz total leicht zu lösen. Warum? Weil die ganzen Einwilligungserklärungen der Kunden ja gegenüber der Maklerfirma gemacht wurden und dementsprechend auf den sich nur der Gesellschafter ändert, was aber für diese Einwilligungsthematiken kein Problem ist. Nee, Probleme gibt es halt wirklich genau bei diesen von dir gerade erwähnten 300 Kundenbeständen, weil man da natürlich das Thema Datenschutz jetzt gerade auch nach der Thema DSGVO wirklich kontrovers diskutieren muss und bei dem wirklich ganz viele Makler vor erheblichen Problemen sind, muss man einfach wirklich so sagen. Ja. Und da gibt es dann ja den Code of Conduct, wo es heißt, okay, wir schreiben alle an. Ja. Wenn nicht zurückkommt oder wer nicht widerspricht, wird übertragen. Ja. So. Und da ist jetzt, ich glaube, das kennt jeder, dieses Verfahren, aber da ist meine Frage, weil da hattest du einen Satz, ich kriege den Satz nicht mehr genau zusammen, aber du hattest einen Satz geschrieben, der andeutete, wenn solange nicht ein Kunde widerspricht. Jetzt ist meine Frage, ich habe einen Bestand, 150 Kunden bei der Pfefferminzia, so, und die werden alle angeschrieben und einer sagt, will ich nicht. Ja. Okay. Ist das dann global zu sehen? Oder? Das kommt darauf an, wie man die Klausel ist. Also normalerweise schreibt man das halt so rein in die Verträge, dass man halt nur diejenigen Kunden überträgt, die halt nicht widersprochen haben. Ja. Ja, das heißt, in dem gerade gebildeten Fall würde man dann halt den einen Kunden, der widerspricht, würde man nicht übertragen. Aber das Thema dieser Widerspruchslösung kann man halt wirklich sehr, sehr problematisch sehen. Ja? Weil das folgt so ein bisschen... Also ich sage das immer so ein bisschen flapsig, so nach dem Motto, wer nicht innerhalb von 2 Wochen widerspricht, hat eine Waschmaschine gekauft. Ja, das ist, da fasst sich jeder an den Kopf und sagt, ja, das kann natürlich nicht sein, aber so funktioniert diese Klausel. Ja. Und ich persönlich sehe da durchaus Haftungsrisiken, sowohl für Verkäufer als auch für Käufer, weil da drin schon ein Datenschutzverstoß zu sehen ist. Und gerade nach der Umsetzung der DSGVO werden die Leute auf Kunden, also die Kunden werden einfach sensibilisiert und wir haben durchaus schon Fälle in der Kanzlei, wo nach Bestandskäufen dann Leute wirklich ihre datenschutzrechtlichen Rechte geltend machen gegenüber dem Käufer. Und bislang konnten wir diese Verfahren alle abwehren, aber die Grundproblematik an der Stelle bleibt. Okay, und gibt es da Lösungsansätze oder
ist es dann einfach mit jedem Kundentermin machen, neuer Vertrag und... Also die rechtssicherste Lösung ist mit jedem Kundentermin machen, ja, und die Einwilligung einholen. Je größer der Bestand ist, je unwahrscheinlicher wird das. Ja. Und in der Praxis hat sich dieses Verfahren nach dem Code of Conduct durchgesetzt. Die Versicherer, also es funktioniert in der Praxis einfach, ja, so. Man muss auch sagen, die Haftungsfälle, die es gibt, sind jetzt nicht so weitreichend, dass ich richtig Bauchschmerzen hätte, das auf diesem Wege zu machen. Ja. Der rechtlich sichere Weg ist es aber nicht. Ja, okay. Wir können ja noch mal kurz aus der Praxis so ein bisschen, also man sieht ja, wir reden jetzt ja, wir konstruieren ja aktuell Fälle, wo man über einen Stichtag redet, ne? Wo, mhm, so, ich sag mal, zum 1.1. eines Jahres der alte, mhm, Makler ist von der Bildfläche verschwunden, ja, und der neue ist jetzt da. Mhm. In der Praxis würde ich ja mal sagen, gibt es ja häufiger wahrscheinlich die Fälle, dass ein alter Makler sagt, okay, ich habe jetzt hier in der Region irgendjemanden, mhm, und den hole ich so langsam mit ins Boot. Das macht das Ganze, mhm, wahrscheinlich ja sowieso schon etwas einfacher. Ja, wir haben in aller Regel so eine Betreuungsübergabe, die sich über mehrere Monate hinweg vollzieht, gerade auch, weil der Verkäufer oftmals noch im neuen Maklerunternehmen des Käufers mitarbeitet. Und, ja, dann hat man auch quasi immer noch so dasselbe Gesicht als Ansprechpartner. Ja. Aber trotzdem ist es so, irgendwo gibt es halt immer so einen Übertragungsstichtag. Und, ja, zu diesem Übertragungsstichtag müssen dann halt die datenschutzrechtlichen Vorschriften vorhanden sein, damit halt eine Übertragung der Daten und Bestände zu diesem Stichtag halt erfolgen kann. Ja, ja, okay. Gibt es da Fristen? Also muss wirklich der Stichtag und da muss es fertig sein? Oder gibt es da... Ja, also dieses Prozedere nach dem Code of Conduct muss vollzogen sein bis zum Stichtag. Ja? Also das Prozedere ist ja dann so, dass man die Kunden anschreibt, über die geplante Übertragung hinweist, denen eine Widerspruchsfrist von einer bestimmten Zeit einräumt, und erst wenn diese Frist dann abgelaufen ist, erst dann darf es eine Datenübertragung geben. Ja, okay. Gut, dann nehmen wir das nächste. Und zwar gibt es ja in vielen Maklerbetrieben, also sei es jetzt Einzelunternehmer, aber bei Kapitalgesellschaften eigentlich fast ausnahmslos, würde ich sagen, gibt es ja auch Angestellte. Mhm. Wenn wir über Kapitalgesellschaften sprechen, dann kaufe ich entweder den Bestand da raus, mhm, und lasse die Firma, wie sie ist, oder ich, ja, kaufe die ganze Firma, dann habe ich logischerweise auch die Arbeitnehmer gekauft. Das, mhm, ist also mit übernommen sozusagen, mhm, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber was ist denn jetzt mit der 450-Euro-Kraft oder mit der Halbtagsangestellten, mhm, die bei dem Wald- und Wiesenmakler, mhm, um die Ecke, ja, schon seit 20 Jahren arbeitet und jetzt um ihren Job fürchten muss, weil, mhm, der Makler von 35 Kilometer Entfernung jetzt sagt, ja, schwupps, ich... Also das ist ein Riesenthema, gerade diese 450-Euro-Kräfte, weil es eine Regelung gibt im bürgerlichen Gesetzbuch, die nennt sich Betriebsübergang. Mhm. Und oftmals ist ja der Maklerbestand, um den es da geht, das wesentliche Unternehmensgut. Und ein solches Unternehmensgut, wenn das übertragen wird, ist die Frage, ob das dann halt so wesentlich ist, dass am Endeffekt im alten Unternehmen auf Seiten des Verkäufers eigentlich nur die leere Unternehmenshülle bleibt. Und wenn das der Fall ist, was man bei einem Maklerbestand durchaus so sehen kann, ja, gerade wenn der Gesamtbestand und nicht nur Teile davon, mhm, übertragen werden, dann spricht sehr, sehr viel dafür, dass ein solcher Betriebsübergang vorliegt und dass dann halt der Käufer auch verpflichtet ist, die Arbeitsverhältnisse mit den alten Arbeitskräften des Verkäufers fortzuführen. So, wenn man das nicht will, muss man das entweder so regeln, dass der Verkäufer noch die Arbeitsverhältnisse beendet, mhm, oder aber man muss sich Gedanken darüber machen, auf Käuferseite, nachdem ich sie dann übernommen habe, wie beende ich diese Arbeitsverhältnisse. Und oftmals ist das gar nicht so einfach, weil wenn man dann als Käufer das vielleicht dann auch nicht zum ersten Mal macht, sondern vielleicht schon so 2-3 Bestände übernommen hat, dann wächst ja auch das eigene Backoffice und irgendwann komme ich dann halt sehr, sehr schnell in Kündigungsschutz Regionen hinein, wo ich einfach eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern habe, ja, und wo ich dann nicht einfach ohne weiteres mir aussuchen kann, wen ich rausschmeiße auf Deutsch gesehen, sondern dann halt so Sozialverträglichkeit prüfen muss und dann im Zweifel halt genau die ich eigentlich loswerden will, halt behalten muss. Ja, aber ja, genau, und gerade ja in ländlichen Regionen sehe ich ja auch noch ein ganz anderes Thema. Nehmen wir jetzt mal da, wo ich herkomme, in Heide, so wenn ich jetzt aus Itzehoe beispielsweise einen Bestand, mhm, kaufen würde und da sitzt, mhm, und der Makler hat sein Büro, wie die meisten, im Homeoffice oder irgendwie einen Raum oder unten ein kleines Ladengeschäft oder, mhm, wie auch immer, was er nach Veräußerung seines Bestands vielleicht schon an, mhm, weiß ich, einen Blumenverkäufer oder einen Friseur, mhm, vermietet hat. Mhm. Das heißt, der Arbeitsplatz dieser 450-Euro-Kraft ist ja auch weg. Also selbst, mhm, wenn ich sie übernehmen wollen würde, kann ich ja von der
Naja, das verlangt gar nicht alles Mögliche, aber... Ja. Es ist ja die Frage, wie der Arbeitsort ausgestaltet ist. Ne? Also der Arbeitsvertrag ausgestaltet ist, weil im Arbeitsvertrag selber ist ja auch der Arbeitsort festgelegt. Ja. Und je enger ich den gefasst habe, je schwieriger wird es, die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer dazu zu verpflichten, dann halt in das Büro des Käufers zu wechseln. Ja? In deinem Beispiel ist es so, wenn man jetzt Heide und Hitzeroh nimmt, dann sind das halt zwei unterschiedliche Orte. Da kann man, wenn man das halt vorher, wie es normal üblich ist im Arbeitsvertrag, halt das auf den einen Ort festgelegt hat, nämlich Hitzeroh, dann kann man nicht verlangen, dass die jetzt nach Heide fährt. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel einen Makler haben, der in Hamburg sitzt, irgendwo im Süden in Harburg, und dann hat er wahrscheinlich mit seinen Arbeitnehmern als Arbeitsort Hamburg vereinbart. Da kann man dann halt schon verlangen, dass sie nach Barmbek ins neue Büro kommen. Also es ist immer die Frage, wie ist dann der Arbeitsvertrag mit dem Verkäufer ausgestaltet gewesen. Ja, aber ist ja interessant, dass man auch darauf mal achtet, ne? Weil, wie du sagst, Hamburg wäre dann wahrscheinlich nicht das Thema, aber wir haben ja nun, die meisten Maklerbetriebe sind ja eher ländlich organisiert wahrscheinlich. Das stimmt. Auf der anderen Seite, man sollte das immer, finde ich, nicht so negativ sehen. Die Übernahme der Arbeitnehmer bietet natürlich auch Chancen, denn die haben natürlich den Kundenkontakt, die sind der Ansprechpartner und das Gesicht des alten Verkäufers gewesen. Es macht natürlich oftmals Sinn, die zu übernehmen, aber als Käufer sollte man sich dieser Thematik bewusst sein. Ja, ich greife das auf, weil gerade bei diesen kleineren Beständen ist ja zumindest aus Käufersicht eigentlich eher dieses Rendite-Thema wahrscheinlich drin, ne? Dass man sagt, da kann ich jetzt für 30, 40, 50.000 kann ich einen Bestand kaufen, der mir, ich sag mal, nach spätestens 2 Jahren komme ich in die Gewinnzone rein damit. Und wenn da dann Arbeitnehmer dranhängen, ist das natürlich schon gleich wieder unattraktiv. Genau, die Rechnung wird dadurch einfach verändert, ja. Genau. Okay. Haben wir das Thema auch. Und jetzt würde ich das nochmal ein Thema aufgreifen wollen, was ich auch wirklich spannend finde, und zwar das Thema Wettbewerbsverbot. Du sagst, man sollte dem Verkäufer in den Kaufvertrag des Bestandes ein Wettbewerbsverbot aussprechen. So, denn, und das habe ich zumindest auch schon mal in irgendeiner Stammtischrunde oder so gehört, dass es schon stattgefunden hat, dass ein Bestand veräußert wurde und der Verkäufer dann mit einem Zeitlag von 3 bis 6 Monaten auf einmal anfing, seine ganzen alten Kunden, zumindest die guten, in ein neues Maklerunternehmen von sich selbst wieder zurückzuholen. Und so halt beim Käufer extreme Storno-Aufwendungen aufgetreten sind. Ja. Und das ist natürlich nicht so witzig. Nee, ist es überhaupt nicht. Also auch wir haben solche Verfahren schon in der Kanzlei begleitet. Allerdings tatsächlich nicht auf Käuferseite, sondern mal auf Verkäuferseite. Weil, das ist halt eine Medaille, die hat 2 Seiten und je nachdem, wen man jetzt fragt, Käufer oder Verkäufer, ist das natürlich dann unterschiedlich zu beurteilen, der typische Vorwurf ist dann natürlich auf Verkäuferseite, der Käufer würde das Unternehmen nicht richtig führen und wäre ja alles ganz furchtbar und er müsse ja die Kunden weiter betreuen, weil sie ja ansonsten völlig unbetreut seien. Also die Wahrheit liegt natürlich oftmals dann in der Mitte. Ja. Ne? Aber aus Käufersicht ist es aber natürlich tatsächlich so, dass man ein erhebliches Interesse hat, dass der Verkäufer nun nicht in eine Wettbewerbstätigkeit einsteigt. Und da sollte man eine solche nachvertragliche Wettbewerbsklausel unbedingt vereinbaren. Wichtig ist immer, dass die in einer bestimmten Art und Weise ausgestaltet sind. Und da gibt es immer drei Stichpunkte, die man sich immer notieren sollte. Das einmal ist eine gegenständliche Begrenzung. Das heißt, dem darf jetzt nicht sämtliche berufliche Tätigkeit verboten werden, sondern es geht darum, dass ihm halt nur diese Versicherungsmaklertätigkeit verboten wird. Das zweite ist, man braucht immer eine räumliche Eingrenzung. Also man muss sich angucken, wie ist das Maklerunternehmen bislang aufgestellt gewesen, in welchen räumlichen Bereichen war man tätig, war man in ganz Deutschland tätig oder nur in einem Bundesland oder vielleicht nur in einem bestimmten Landkreis. Und dann sollte man halt dem Verkäufer eine Maklertätigkeit auch nur in diesem konkreten räumlichen Bereich verbieten. Ja? Ja. Heißt, wenn der Verkäufer dann zum Beispiel sagt, ich wandere jetzt nach Mallorca aus und will da aber noch Makler sein, ja, dann soll er das gerne machen. Ja. Es kommt halt nur darauf an, dass er halt nicht in der konkreten Wettbewerbssituation zum Nachteil des Käufers agiert. Mhm. Und der dritte Punkt, den wir immer empfehlen mit aufzunehmen, ist auch eine zeitliche Begrenzung. Also dass man die Konkurrenztätigkeit nicht bis ans Ende aller Tage verbietet, sondern wirklich ein gewisses Enddatum hat. Wir empfehlen da immer maximal 2 Jahre, wo man dann einfach als Käufer
innerhalb dieses Zeitraums den Kundenbestand eigentlich so gesichert haben sollte, dass es dann der eigene Kundenbestand ist und dass dann auch eine Wettbewerbstätigkeit nicht mehr roh schadet. Aber jedenfalls sollte man ein solches Enddatum dann durchaus vereinbaren. Ja, okay, das macht ja auch Sinn, weil grundsätzlich ist es, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig, finde ich, das hört man relativ häufig ja auch, dass Leute sich beschweren, dass bestimmte Kunden jetzt auf einmal online irgendwas abgeschlossen haben, obwohl doch ein Maklervertrag besteht und so weiter. Und da ist einfach meine Einstellung, ja, dann war Check24 halt eben in dem Fall dichter dran am Kunden als du. Ja. So, und wenn ich einen Bestand kaufe und innerhalb von 2 Jahren es nicht schaffe, zu 80% der Kunden zumindest in irgendeiner Form eine Beziehung aufzubauen, dann kann ich mich dann auch irgendwann nicht mehr beschweren, dass die jetzt dann doch irgendwo anders hingehen. Und wenn es dann vielleicht der alte Inhaber war, gut, dann ist das vielleicht, hat das ein Geschmäckle, aber kann man ja dann auch den Kunden nicht übel nehmen, sag ich mal. Nein, also schlussendlich ist ja auch immer der Kunde derjenige, der entscheidet, wem er jetzt, bei wem er sich in die Beratung begibt. Und das kann man dem natürlich für eine gewisse Zeit irgendwo verbieten, aber ich würde nicht empfehlen, dass man das bis ans Ende aller Tage macht, weil schlussendlich sind die alten Haudegen ja in der Branche gewieft. Ne? Ja. Also die wissen ja auch wie über 5 Ecken, wie man sowas umgeht. Das Ganze ist dann natürlich trotzdem Wettbewerbsverstoß, wenn man so eine Klausel vereinbart hat, aber das zu verfolgen ist natürlich auch extrem mühselig, muss man sich halt als Käufer auch ganz klar sein. Ja, das, wie du schon sagtest, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und da muss man dann einfach gewisse Dinge akzeptieren. Und, okay, das war jetzt eine ganze Menge, wo man darauf achten muss. Und ich glaube, wir haben da wahrscheinlich auch noch gar nicht alle Details wirklich abdecken können, weil es ist wahrscheinlich auch immer ein Stück weit individuell. Kommt ja ein bisschen mal darauf an, wie die Situation ist. Dann möchte ich dein Fazit aufgreifen, was du in deinem Text auch geschrieben hast. Also grundsätzlich ist zu empfehlen, sich bei einem Bestandskauf oder Verkauf rechtsanwaltlich beraten zu lassen und idealerweise hast du auch geschrieben, beiderseits. Also, dass man nicht einen Anwalt nimmt, der beides regelt, sondern... Ja, das kann man streng genommen nämlich auch gar nicht. Also als Anwalt ist man ja Interessensvertreter und wir haben natürlich oftmals die Situation, dass jetzt Käufer und Verkäufer, die sich schon gefunden haben, zu uns kommen und sagen, wir brauchen jetzt einen Vertrag. Das können wir dann gerne auch moderieren und begleiten, aber auch wir legen in solchen Situationen immer einen formellen Mandanten fest. Und je nachdem, wer das ist, dann erfolgt gegenüber dem die Kommunikation und der andere darf halt so lange mithören, wie der andere das erlaubt. Und wenn man dann irgendwann bestimmte Themen anspricht, dann werden halt E-Mails nicht mehr ganz so wirklich weitergeleitet von dem jeweiligen Mandanten, was auch dessen guten Recht ist. Ich kann aber dann nur empfehlen, dass wirklich beide Seiten dann entsprechenden Anwalt beauftragen. Oftmals ist es dann ja so, man kennt ja die Kollegen in der Branche auf Anwaltsseite, hat man da auch ein sehr gutes Miteinander. Das heißt, man kann bestimmte Themen durchaus dann auch relativ schnell und qualifiziert zu einem guten Ende bringen. Und das ist dann eigentlich eher der Findung eines guten Vertragswerkes förderlich als hinderlich. Ja, okay. Super, dann danke ich dir schon mal soweit. Jetzt wird es natürlich den einen oder anderen geben, der vielleicht gerade mit einem bekannten Kollegen in Gesprächen ist und denkt, naja, vielleicht macht es ja doch Sinn, das Ganze jetzt mal juristisch aufbereiten zu lassen. Wie komme ich am besten an euch ran, wenn ich jetzt in solch einer Situation bin? Wo finde ich euch? Wie kann ich euch ansprechen? Ja, also am einfachsten ist das natürlich immer online über unsere Homepage, jönke-reicho.de. Mit entsprechenden Kontaktformularen. Da sind auch gerade nochmal die von dir erwähnten Beiträge online, die man dann nochmal nachlesen kann. Und da kriegt man eigentlich über E-Mail oder das Kontaktformular sehr, sehr gut Kontakt zu uns. Ansonsten, wer es gerne ein bisschen persönlicher und näher haben möchte und vielleicht den einen oder anderen Kontakt zu uns als Anwalt direkt sucht, sind wir halt immer relativ häufig entweder für die eine oder andere Versicherung als Referenten unterwegs oder aber auch mit eigenen Formaten. Wen das interessiert, unter www.vermittler-veranstaltungen.de findet man immer unsere aktuellen Veranstaltungen. Jetzt aktuell im Mai sind wir in mehreren Standorten deutschlandweit, auch gerade was das Thema Bestandskauf angeht, unterwegs. Und da kann man sich gerne auch über www.vermittler-seminar.de gerne registrieren und sich mal anschauen, ob bei der Agenda was dabei ist.
Und ansonsten bleibt man natürlich am besten informiert, indem man uns entweder auf den sozialen Kanälen folgt oder über unseren Newsletter, den man über unsere Internetseite auch abonnieren kann. Ja, das ist eine ganze Menge und ich glaube auch die meisten, zumindest die, die auf Facebook und Xing unterwegs sind, die werden euch auch schon kennen. Da bin ich von überzeugt, aber vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen auch erreicht, der euch noch nicht kannte. Ist natürlich nicht auszuschließen. Gut, Jens, ich danke dir für die Ausführungen. Sicherlich wird es auch wie bei Björn im Nachgang noch ein paar Fragen geben, die würde ich dann einfach an dich durchleiten. Gerne. Und ja, das ist auch der Aufruf jetzt an dich, lieber Zuhörer, wenn du jetzt noch Detailfragen hast, entweder gerne direkt an mich per Nachricht oder dann auch gerne direkt an Jürg und Reicho über die eben genannten Kanäle. Und ja, das war's dann für uns beide heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal und ja, danke fürs Zuhören. Bis dann. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.